Nachrichten des Tages. Heute mit Jana Pareigis. Guten Abend und willkommen. Rudi Zerne blickt auf den Sport. Hallo, schönen guten Abend. Trauer um Wolfgang Schäuble. Er hat die deutsche Politik jahrzehntelang mitgeprägt. Wolfgang Schäuble, ehemaliger CDU-Chef, Minister und Bundestagspräsident, ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Hohe Pegelstände an Flüssen, die Hochwasserlage bleibt in einigen Regionen weiter angespannt. Und Niederlagen bei der Darts-WM. Martin Schindler und Gabriel Clemens scheiden aus. Noch sind aber zwei Deutsche dabei. Als Parlamentarier aus Leidenschaft bezeichnete sich Wolfgang Schäuble selbst. Mehr als ein halbes Jahrhundert lang prägte er die deutsche und die europäische Politik. Schäuble gilt als einer der Architekten der deutschen Wiedervereinigung. Er war mehrmals Minister, war CDU-Vorsitzender, Bundestagspräsident und der dienstälteste Abgeordnete im Bundestag. Gestern ist Wolfgang Schäuble im Alter von 81 Jahren verstorben. Ein Nachruf von Andreas Künast. Als ihn die Kameras das vorletzte Mal entdecken, ist Wolfgang Schäuble 81. Ganz offensichtlich guter Dinge. Und da, wo er eigentlich immer ist, im Deutschen Bundestag. Das vorletzte Bild ist nicht mal einen Monat alt. Und auch das letzte zeigt Schäuble im Plenarsaal heute vor zwei Wochen. Ein Parlamentarier bis zum Schluss. Es gehöre zu seinen Stärken, hat Wolfgang Schäuble gesagt, dass er Führung ertragen könne. Es war Schäubles Loyalität, die ihn nach oben brachte, die Treue zu Helmut Kohl. Als Kanzleramtsminister führt Schäuble geräuschlos Kompromisse herbei. Als Innenminister die deutsche Einheit. Der Einigungsvertrag gilt als Schäubles Meisterstück, das geordnete Ende der DDR. Schäuble verhandelt effizient und so fair, dass ich merkte, dass Wolfgang eine ganze Reihe von unseren Forderungen mit übernahm und als seine sich zu eigen machte. Der 12. Oktober 1990. Nach einer Wahlkampfrede in Oppenau feuert ein psychisch kranker Mann zwei Schüsse auf den Minister ab. Mein Gott, er darf nicht sterben. Die Liebe seiner Familie gibt Schäuble Halt, aber auch die Politik. Deswegen haben mich auch die Ärzte von vornherein darin bestärkt oder dazu geraten, zu versuchen, eben in meiner politischen Arbeit weiterzumachen. Und das hat auch meine Familie überzeugt. Als sich die Kanzlerschaft von Helmut Kohl dem Ende entgegenschleppt, will Wolfgang Schäuble, der ewige Kronprinz, übernehmen. Aber Kohl will nicht gehen. Die CDU verliert die Bundestagswahl. Der neue Parteichef heißt Schäuble. In der Opposition die Spendenaffäre. Nicht nur Kohl, auch Schäuble hat dubiose Zuwendungen angenommen und weitergeleitet. 100.000 Mark in einem Aktenkoffer von Waffenhändler Karl-Heinz Schreiber. Schäuble verheddert sich. Bei dieser Veranstaltung bin ich Herrn Schreiber begegnet. So, das war's. Ohne Koffer. Also vielleicht, ich habe einen Aktenkoffer vielleicht dabei gehabt. Weiß ich gar nicht. So. Zwei Monate nach dieser Aussage tritt Schäuble zurück. Angela Merkel übernimmt die CDU. Aber Schäuble kommt wieder. Erst als Innen-, dann als Finanzminister, als Minister Schwarze Null. Der Erste, der einen Haushalt ohne Neuverschuldung schafft. Schäuble wird geachtet, gefürchtet und gehasst. Vor allem in Griechenland, dem Staat, dem er mit Rausschmiss aus dem Euro droht. Am 28. 24 Uhr ist over. Alles unter Kontrolle. Als Bundestagspräsident setzt sich Schäuble gegen die Verrohung der deutschen Politik ein, auch gegen die Verrohung der Sprache. Die Art, wie wir hier miteinander reden, die kann vorbildlich sein für die gesellschaftliche Debatte. Prügeln sollten wir uns hier nicht. Die Geschichte der CDU, die Geschichte Deutschlands und vor allem die Geschichte Europas lagen Wolfgang Schäuble am Herzen. Nun ist er selbst ein Teil davon. Er war ein Glücksfall für die deutsche Geschichte. Mit diesen Worten erinnert der Bundespräsident an Wolfgang Schäuble. Wir haben einen großartigen Menschen und leidenschaftlichen Politiker verloren, der Historisches für unser Land erreicht hat, so Steinmeier in einem Kondolenzschreiben. Der Bundespräsident kündigte einen Trauerstaatsakt an. Viele würdigen Wolfgang Schäubles politisches Wirken. Alexandra Vacano berichtet. Flaggen auf Halbmast in Berlin. Die deutsche Politik, sie trauert um Wolfgang Schäuble.
Ein herausragender Staatsmann sei gestorben. Respekt und Anerkennung für ein langes politisches Leben, wie von Bundeskanzler Scholz. Mit ihm verliert Deutschland einen scharfen Denker, leidenschaftlichen Politiker und streitbaren Demokraten. Er habe das Land mehr als ein halbes Jahrhundert geprägt. Ein großer Deutscher, ein großer Europäer sei er gewesen, so CDU-Chef Friedrich Merz, ein Ausnahmepolitiker. Die deutsche Einheit, die Freundschaft mit Frankreich, die europäische Politik insgesamt tragen seine Handschrift. Ich persönlich verliere mit Wolfgang Schäuble den engsten Freund und Ratgeber, den ich in der Politik jemals hatte. Für sie war er ein politischer Lehrmeister, schreibt die ehemalige Kanzlerin über ihn, ein Anker in ihren ersten drei Kabinetten. Und Wolfgang Schäuble hatte die Fähigkeit, weit über den Tag hinaus große politische Entwicklungen zu erkennen und zu gestalten. Aus Brüssel heißt es, er habe auch als deutscher Politiker Europa immer mitgedacht. Wolfgang Schäuble war ein Herzenseuropäer. Für ihn war Europa die Lösung und die Antwort auf die großen Krisen. Wolfgang Schäuble, ein Leben für die Politik, das jetzt zu Ende gegangen ist. Und zum Tod von Wolfgang Schäuble sendet das ZDF ein Porträt im Anschluss an das Heute-Journal um 22.15 Uhr. Schäubles politische Stationen haben wir für Sie nochmal zusammengestellt bei ZDF Heute und in unserer App. Und ein weiterer großer Europäer und bekannter Politiker ist tot. Der ehemalige Präsident der Europäischen Kommission Jacques Delors starb heute im Alter von 98 Jahren in Paris. Der ehemalige französische Wirtschafts- und Finanzminister leitete von 1985 bis 1995 die EU-Kommission. Delors ebnete den Weg für eine europäische Wirtschafts- und Währungsunion und trug maßgeblich zur europäischen Integration bei. Zur Hochwasserlage in Deutschland. Während einige betroffene Regionen, etwa in Thüringen, vorsichtig aufatmen, bleibt die Situation andernorts angespannt. Besonders an der Elbe. Die Pegelstände steigen, Dresden bekommt das immer mehr zu spüren. Und auch in Niedersachsen und Bremen ist die Gefahr von Überflutungen noch nicht gebannt. Julia Schröter berichtet. Schnell einen Happen zum Frühstück, neue Kraft schöpfen. Seit Tagen sind Feuerwehr und THW Tag und Nacht im Einsatz. Von Weihnachtsruhe keine Spur. Wichtigste Aufgabe hier in Lilienthal bei Bremen, Sandsäcke reinschaffen. Denn der Flussdeich mitten im Wohngebiet ist durchgeweicht. Man hat natürlich fürchterlich Angst und um sein Eigenheim selbst. Ne? Und wenn das hier durchgeht, auch in Richtung Buttendieck, dann sind wir weg hier. Ne? Auch wenn der Dauerregen aufgehört hat, die Anspannung bleibt erstmal, solange das Wasser nicht abgelaufen ist. Ein zusätzliches Problem sind Gaffer. Entweder wird auf den Deichen sogar noch geritten oder es wird mit Autos drauf gefahren, spazieren gehen sowieso. Also, und das alles schwächt die Deiche natürlich. Es geht nicht. Also es ist einfach ein No-Go. Weiter südlich in Windehausen in Nordthüringen stehen die Zeichen auf Entspannung. Der 500-Seelen-Ort war am ersten Weihnachtstag weitgehend evakuiert worden. Seit dem frühen Nachmittag nun dürfen die Anwohner zurück in ihre Häuser. Doch dort warten in den Kellern oft böse Überraschungen. Bei vielen sind die Heizungen im Eimer. Gasheizung. Nagelneue, die sich noch mal eine neue Gasheizung dieses Jahr einbauen lassen haben, wo das mit dem Gas rauskam. Die sind hin. Kein Gas im Dorf und aktuell auch kein Strom. Bis alles wieder normal läuft, werden noch Tage vergehen. Während anderswo die Wasserstände stagnieren oder sinken, steigen sie an der Elbe noch an. In Dresden ist das Terrassenufer überflutet, die Schifffahrt steht still. Viele Dresdner kommen, um sich die Wassermassen anzuschauen, sind aber weitgehend gelassen. Das ist eigentlich normal für uns, also unter 6 Meter ist kein Problem. Wenn jetzt richtig das Tauwetter jetzt noch losgeht, ja, könnte schon. Der Scheitelpunkt des Hochwassers wird in Dresden morgen früh erwartet. Und soeben erreicht uns die Nachricht, dass der Deich in Lilienthal bei Bremen wohl gerissen ist. Und angespannt ist ja auch die Situation in Dresden. Anja Schallet ist für uns vor Ort. Anja, wie ist die Lage an der Elbe?
Ja, also wir erwarten den Scheitelpunkt, wir haben es ja gerade schon mal im Beitrag gehört, morgen früh. Im Moment ist der Pegel bei 5,91 Meter und er verharrt bei dieser Marke schon den ganzen Tag über. Hier in Dresden gilt übrigens Alarmstufe 3, die wird ausgelöst bei 6 Metern und daran sehen wir schon, also sowohl die Stadt als auch das Hochwasserlagezentrum, die gehen davon aus, dass die 6 Meter überschritten werden. Wenn der Scheitel morgen erreicht ist, der soll sich sehr lang ziehen, also früh geht's los und man hofft, dass es abends dann vorbei ist, steht die Elbe vielleicht bei 6,25 Meter, bei 6,50 Meter. Das heißt, wir sind Gott sei Dank noch weit entfernt von der dramatischen Lage, die wir hier bei der Jahrhundertflut 2002 hatten, als wir ungefähr 9,40 Meter hatten an der Elbe und auch 2013, als die Elbe so bei um die 8 Meter stand. Die Stadt hat vorgesorgt, die Feuerwehr ist seit Heiligabend Tag und Nacht im Einsatz und hat hier ganz große Flutschutzwände aufgestellt, hier am Terrassenufer, aber auch in anderen neuralgischen Stellen in der Stadt. Wir haben Glück, es hat seit 2 Tagen nicht mehr geregnet. Und auch was das Schmelzwasser angeht, das Tauwasser angeht, was vom Riesengebirge aus Tschechien kommt und vom Erzgebirge, da sieht das hier in Dresden noch moderat aus. Ja, wir hoffen alle voller Optimismus, dass Dresden Glück hat und dass wir mit einem blauen Auge davonkommen, sage ich mal. Vielen Dank, Anja Schalé. Dass Extremwetterereignisse wie Hochwasser mit der Klimakrise zunehmen, davor warnen Forschende seit Jahren. Auch der Deutsche Wetterdienst zieht eine alarmierende Bilanz. Das jetzt zu Ende gehende Jahr war das wärmste in Deutschland seit Beginn der Aufzeichnungen 1881. Die Durchschnittstemperatur habe bei 10,6 Grad gelegen. Wer in diesen Tagen krank ist und in eine Praxis muss, hat es mitunter schwer, da gestreikt wird. Ärzteverbände haben bundesweit die niedergelassenen Praxen dazu aufgerufen, zwischen den Jahren geschlossen zu bleiben. Damit soll der Druck auf Bundesgesundheitsminister Lauterbach erhöht werden. Die Praxen seien überlastet, es gebe zu viel Bürokratie und zu wenig Geld. Mehr von Frank Buchwald. Um seine Patientinnen kümmert sich Dr. Peter Rott einfühlsam und sorgfältig. Wenn er aber in die Zukunft denkt, wird der Berliner Frauenarzt schnell unwirsch. Immer mehr Bürokratie, immer weniger Zeit für seine Patientinnen. Rott sagt, es reicht. Ich verstehe meinen Arztberuf so, dass eine Arzt-Patienten-Beziehung ja davon lebt, dass ich mit der Patientin rede und mich um die Patientin kümmere und nicht, dass ich in den Computer reinhacke. So wie Peter Rott geht es vielen Medizinern, Ärztestreik deshalb in vielen deutschen Städten. Es fordert leider drastische Maßnahmen, um zu versuchen, der Politik klarzumachen, dass es so nicht weitergeht. Der Bundesgesundheitsminister beschwichtigt per Kurznachricht. Die Hausärzte fordern einen Krisengipfel. Die Praxen sind überfüllt. Es gibt zu viel Bürokratie. Diesen Krisengipfel werden wir im Januar machen. Vorschläge zur notwendigen Entbürokratisierung und zu einer Honorarreform werden schon seit Monaten vorbereitet. Die Krankenkassen haben kein Verständnis für den Streik. Hier werden Brückentage genutzt, die die Patientinnen und Patienten gerade bei diesem Hochstand an Atemwegserkrankungen dringend bräuchten. Und was man nicht vergessen darf, ab 1. Januar steigen die Honorare der Ärztinnen und Ärzte. Das heißt, 2 Milliarden Euro sind bereits als Zusatzhonorar vereinbart. Patienten, die in den nächsten Tagen ärztliche Hilfe brauchen, sollten den Notdienst anrufen unter der bundesweit gültigen Rufnummer 116 117. Zum Krieg im Nahen Osten. Ein Ziel des israelischen Militärs, die Zerstörung des Tunnelnetzes der Terrormiliz Hamas. Denn über Jahre hat die Hamas kilometerlange, weit verzweigte Tunnel gebaut, für Angriffe, als Waffenlager, als Unterschlupf. Aber woher und wie bekam die Hamas das ganze Geld dafür? Susanna Santina ist der Frage nachgegangen. Es war ein spektakulärer Fund. Nach Angaben der israelischen Armee wurden in einem Haus eines Hamas-Führers in Jabalia in mehreren Koffern 5 Millionen Schekel, rund 1,2 Millionen Euro, gefunden. Und mit jedem Tunnel, den die Streitkräfte in Gaza entdecken, wie diesen bislang größten, durch den Fahrzeuge über 4 Kilometer fahren können, stellt sich die Frage, wie die Hamas das alles finanzieren konnte. Weil mehrere Staaten die Terroristen seit Jahren unterstützen, sagt Nizana Dashan Leitner. So habe die Hamas jährlich mehr als 1,5 Milliarden Dollar zur Verfügung. Fast eine halbe Milliarde kommt von Katar. Zwischen einer halben und einer Milliarde Dollar von der palästinensischen Autonomiebehörde. Mehrere hundert Millionen Dollar stellt Iran zur Verfügung.
Und für die Geldüberweisungen an die Hamas ist nach Ansicht des israelischen Geheimdienstes vor allem die Türkei verantwortlich. Präsident Erdogan hatte die Hamas-Freiheitskämpfer und Israel einen Terrorstaat genannt. Ohne die Türkei wäre es sehr, sehr kompliziert für die Hamas an Geld zu kommen, weil das gesamte Geld, das nach Gaza und ins Westjordanland überwiesen wird, über die Türkei läuft, über Geldwechsler und Banken. Und es erklärt sich auch, wie die Hamas über Jahre ein gigantisches Tunnelnetz bauen konnte. Gedacht waren die Tonnen von Zement für Häuser, Krankenhäuser und Schulen. Alle Hilfsgüter, die nach Gaza gehen, kann die Hamas abgreifen. Sie entscheidet, was sie braucht. Israel will die Hamas endgültig besiegen. Solange sie von vielen Ländern finanziert werde, sei das aber nicht möglich. Kennen Sie dieses Foto? Ein Strandausflug, der im Netz ziemlich bekannt ist und frei erfunden. Ein Fake, erstellt von einer künstlichen Intelligenz. Solche Bilder sieht man immer häufiger. Manche Fälschungen sind offensichtlich, viele skurril. Aber es entstehen auch immer mehr gefährliche Fakes. Ganze Videos, die so nie gefilmt wurden. Sven Rieken berichtet vom Chaos Communication Congress in Hamburg. Sind das die Tunnel der Hamas im Gazastreifen? Sind diese Kämpfer wirklich am Rande eines Feuergefechts? Um das gleich zu sagen, nein, diese Videos hat Christian Bennefeld erschaffen, daheim in Hamburg, ohne dass der Mathematiker dafür seinen Esstisch verlassen musste. Aktuell ist die Technik noch sehr, sehr neu, um solche generierten Videoclips zu erzeugen. Daher glaube ich nicht, dass wir schon viel davon in den sozialen Netzwerken aktuell sehen. Aber in der nahen Zukunft, in den nächsten Monaten, werden wir sicherlich eine große Schwemme erleben. Christian Bennefeld nutzt ein öffentlich zugängliches Programm, Open Source in der Fachsprache. Die Fälschung zu erkennen ist schwer, beim Durchscrollen in den sozialen Netzwerken nahezu unmöglich. KI-Systeme, die solche Fakes erkennen sollen, hinken technisch weit hinterher. Diese Systeme achten auf Bildfehler, etwa zu viele Finger oder falsche Körperproportionen. Auch ein Abgleich der Farben ist möglich. Kommt ein Rotton wirklich in der Natur so vor? Mehr als 14.000 IT-Interessierte diskutieren auch solche KI-Entwicklungen ab heute in Hamburg. Um Fälschungen zu entlarven, hilft nämlich noch etwas: Medienkompetenz, sprich Aufklärung. Hier geht es eben nicht nur um Technik, sondern hier geht es auch ganz viel um gesellschaftliche Fragen. Und Technik ist am Ende eben auch eine gesellschaftliche Frage. Sprich, nicht alles, was technisch geht, sollte die Gesellschaft auch nutzen. Angesichts von immer mehr gefälschten Bildern und Videos ist das aber wohl auch ein Fall für die Politik. Doch Verbote und Auflagen treffen meist nur kommerzielle Anbieter. Auch deshalb sind Grundlagen so wichtig. Die gibt es auf dem Kongress in Hamburg schon für die Jüngsten. Daneben ein Kunstprojekt, das Menschen erschafft und bei Instagram hochlädt. KI kann eben auch Kunst, aber eben auch entsprechend gekennzeichnet. Immer weniger Arbeitskräfte, immer höhere Energiekosten. Solche Probleme betreffen die Tourismusbranche in Deutschland. Wer Urlaub macht, spürt das. Mangelnder Service, steigende Preise. Wie sich Gäste trotzdem anlocken lassen, auch und gerade außerhalb der Saison, zeigt ein Unternehmer in Mecklenburg-Vorpommern. Motto: Warum nicht Homeoffice und Urlaub verbinden? Anna Stadtfeld. Raus aus dem Homeoffice, rein ins Gemeinschaftsbüro mit Hotelunterkunft von Hannes Trettin in Lietzow. Mobil arbeiten und die Ostseeinsel Rügen entdecken. Diese Mischung nennt der Startup-Gründer Workation. Sein Geschäft, unabhängig von der Urlaubssaison, das steigert die Umsätze ganzjährig. Was dabei wiederum hilft, dass Mitarbeiter das ganze Jahr da bleiben können und nicht nur für die 3 Monate im Sommer herkommen oder in den Bergen halt nur im Winter da sind. Im vergangenen Jahr haben etwa 25% aller Arbeitnehmer in Deutschland zum Teil im Homeoffice gearbeitet. Eine Chance, das Haus fast dauerhaft ausgebucht. Die Gäste aus der ganzen Welt. Und dann kommen dann teilweise Leute mal aus Vietnam, die dann mal hier sind für eine Woche. Und dann sind mal ein paar Leute aus England mal da oder so. Das ist natürlich schön, dadurch immer neue Impulse. Und dadurch natürlich auch immer kreative Leute ja auch viel. Ne? Ein Zimmer gibt's pro Monat ab 800 Euro. In ganz Deutschland sinken die Erträge der Tourismusbranche, obwohl die Preise wie in Mecklenburg-Vorpommern im Schnitt um 10% gestiegen sind. Der Grund? Stark erhöhte Energie- und Lebensmittelpreise und Personalkosten. Kreative Wege aus der Krise sind gefragt. Hannes Trettin jedenfalls betreibt inzwischen Gemeinschaftsbüros in 25 Hotels in Deutschland.
Und wir kommen zum Sport. Die Darts-WM geht in die dritte Runde und in London ging es ja wieder richtig hoch her, Rudi. Ja, absolut. Geht um den Einzug ins Achtelfinale heute und morgen. Vier Deutsche waren ja noch mit von der Partie. Für die ersten beiden kam dann heute die Ernüchterung im legendären Alexandra Palace. Die deutsche Nummer 1, Gabriel Clemens, verlor deutlich gegen den Engländer Dave Chisnell mit 1:4. Gabriel Clemens erwischt keinen guten Tag. Der Halbfinalist der letzten WM hat vor allem Probleme, die Doppelfelder zu treffen. Nur 7 von 29 Dartpfeilen trifft er zum sogenannten Checkout. Double Trouble für den German Giant. Gegner Dave Chisnell zieht sein Spiel souverän durch und siegt mit 4:1 Sätzen. Im zweiten deutsch-englischen Duell läuft zunächst alles in seine Richtung. Martin Schindler aus Strausberg gewinnt die ersten beiden Sätze. Dann kommt Scott Williams immer besser ins Match, gleicht aus und es wird ein Dart-Thriller. Schindler kämpft und doch den besseren Touch hat Williams. Der Engländer siegt 4:3. Morgen zwei weitere Chancen für Deutsche aufs Achtelfinale. Dann spielen Florian Hempel und Ricardo Pietrzko. Jürgen Klopp strahlte. Sein Team vom FC Liverpool hat die Tabellenführung in der englischen Premier League übernommen. Am zweiten Weihnachtstag gelang ein 2:0 beim FC Burnley. Morgen kann allerdings der FC Arsenal an Liverpool wieder vorbeiziehen. Wer gewinnt die Trophäe mit dem Goldenen Adler? In Oberstdorf beginnt morgen die Vier-Schanzentournee der Skispringer mit der Qualifikation für das erste Springen am Freitag. Die Hoffnungen auf einen deutschen Gesamtsieg sind so groß wie lange nicht. Karl Geiger hat 2020 in seinem Geburtsort Oberstdorf gewonnen. In dieser Saison stehen bisher zwei Weltcupsiege zu Buche. Pius Paschke gehört überraschend zu den Favoriten. Mit schon 33 Jahren feierte er vor knapp 2 Wochen den ersten Weltcupsieg. Zurzeit ist er Dritter im Gesamtweltcup. Sicherlich ist das Selbstvertrauen wahrscheinlich gerade so hoch wie nie. Aber es hat auch lang gedauert. Andreas Wellinger hat noch keinen Saisonsieg, aber 4 Podestplatzierungen und ist Weltcup-Zweiter. Wir wollen es endlich wieder gewinnen. Und am 6. Januar um 18:30 wissen wir, wer es war. Der Österreicher Stefan Kraft ist Topfavorit, hat 5 Saisonsiege und will den ersten deutschen Turniererfolg seit dem von Sven Hannawald 2002 verhindern. Ja, das war's vom Sport. Danke, Rudi. Ja. Schauen wir uns die Lottozahlen an. Die Gewinnzahlen lauten 6, 9, 17, 33, 41, 44. Superzahl ist die 9. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 557. Vorübergehend etwas weniger Regen und mehr Sonne ist gleich beim Wetter angesagt von Östin Terli. Um 21.45 Uhr läuft das Heute-Journal mit Christian Sievers. Tschüss. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Ja, viel Regen, viel Schnee und dann Tauwetter. So war das Wetter in den letzten Wochen und Monaten. Und jetzt wird es erst einmal etwas ruhiger. Zwar gibt es immer noch 35 Liter auf dem Quadratmeter in der Spitze nach Nordwesten hin. Aber nach Osten hin zum Beispiel ist es deutlich weniger. Kein Wunder, dass es so nass war. Wir hatten die ganze Zeit eine westliche Strömung. Und teilweise kam die Luft auch mal aus Nordwesten. Und das setzt sich fort. Und so müssen wir mit weiterem Regen rechnen. In der Nacht zum Beispiel nach Nordwesten hin Regen, ansonsten im Süden trocken. Da wird es eisekalt bis minus 2 Grad. 9 Grad gibt es ganz im Westen. Und morgen liegt diese Front, die wir gesehen haben, quer über Deutschland, wandert dann langsam nach Süden und dann zwischen Oberrhein und Erzgebirge dann Regen und ganz im Nordwesten Schauer, dazwischen immer wieder Sonnenschein und vor allem nach Südosten hin bei Temperaturen von 6 bis 12 Grad relativ mild. Und ziemlich mild geht es auch weiter. Freitag mit weiterem Regen, teils stürmischem Wind, 7 bis 13 Grad. Und auch das Wochenende inklusive Silvester recht mild und nass. Schönen Abend.